Spickung. Also da haben wir jetzt einen Karnika-Züchter, der zweite, den wir hier okuliert haben auf unserer Fachstudienreise Polen. 35.000 Königinnen im Jahr, 1.500 künstliche Besamung. Und da hat er jetzt eine Mini Plus, die so mit so einem styrodurähnlichen Material da in der polnischen da. Und dann hat er hier Holzbeuten. Das ist der erste, der hier Holzbeuten hat, wenn ich das richtig sehe, 10er Dalland. Und der hat einen Honigrahmen untergesetzt, aber einen leeren. Jetzt gibt es ja da bei uns da manche, die tun dann den Honigraum da praktisch eingefüttert untersetzen. Das ist Karnika jetzt da. Ding mal, gell? Und die haben jetzt jedenfalls leer mit seiner Theorie oder Aussage. Binde. Binde fliegt da und guckt, was sind das für einer? Binde. Also, und da hat er untergesetzt mit der Theorie, dass eben dann das Volk weiter weg ist vom Boden im Winter. Und dann das Volk nicht zu nah da unter beim feuchten Flugloch ist. Die haben dann das Flugloch zu. Und im Frühjahr, ab der Kirschblüte machen das auf. Ach, gerade jetzt. Das ist gar nicht geil, gell? Sag so. Die sagen mal. Das gefällt jetzt meine Leute, wie sie da sind. Binder von Karnika Biene umschwärmt. Ja, Fachstudienreise Polen. Was haben wir gesehen? Einen großen Honigabfüller, der dann auch Met und Whisky und Alkohol macht und Honig brennt. Da habe ich doch gleich mal 20 Flaschen gekauft für meine Speaker in Weimar. Honig brennt. Dann haben wir gesehen den Zustand des polnischen Imkerbundes, in dem wir dabei so einer Vorstandssitzung waren. Das Biene. Mal sehen, wie lange es da jetzt mich da überprüfen muss. Und dann waren wir bei so einem regionalen, bei so einem Landesverbandspräsident mit Schnauzbart. Also das ist doch wirklich nicht zu fassen. Bin ich bald fertig jetzt. Ich muss weiter weg, das sehe ich schon. Das sehe ich schon, das kann mir wohl nicht hier, dass ich da so nah da bei denen rumsitze da. Und schon ist fertig. Nee, immer noch nicht fertig. Biene, aufpassen jetzt, gell? Mit dem Präsident hier, kein Larifari mehr. Also jedenfalls, Holz. So. Und dann waren wir, dort wurde ich dann ausgezeichnet mit dieser Ehrenmünze des polnischen Imkerbundes. Von dem Bevollmächtigten. Das Biene, gell? Gehst du weg jetzt? Und was war denn da schon wieder? Dann waren wir beim Imker mit 3000 Völker. Der macht angepassten Brutraum. Und jetzt ein bisschen mehr, so nach Binder. Aber noch nicht so richtig. Und schröpft. Der lässt das Volk gar nicht so groß werden, weil da gibt es ein polnisches System mit nur einem Honigraum. Und der darf das Volk nicht so groß werden. Und da schwärmt es natürlich auch nicht ab. Und bei einem Königinnen Züchter, der hat uns erklärt, dass es hier eine Refundierung gibt. Da gibt es also zugelassene Züchter, beim Staat da irgendwie zugelassen, und andere Züchter. Und beim Staat, wenn man also da bei denen kauft, gibt es da Fördergeld und bei den anderen nicht. So, und dann sind wir mit dem Zug von Austin nach Krakau gefahren. Der Prinz Charles ist auch mit dem Zug von Berlin nach Hamburg gefahren. Gell? Also das können wir auch, also mal nicht so. Und das ist ja mal Umsteig in Warschau in den Hochgeschwindigkeitszug. Da 5 Stunden, 5,5 Stunden da Zug fahren.
Und da eine wunderbare Stadtführung in Krakau. Am Abend hier dann zum größten Imker-Apfelbetrieb, Honighändler, der ein Museum hat und alles für Kinder hin und her mit Hotel und Restaurant. Ja, das, im Handel ist halt immer was verdient. Und ein bisschen Problem, weil der kauft auch ukrainischen Honig und anderen. Neben dem, also nicht ganz verständlich, ob er jetzt, er ist eigentlich für Kennzeichnung, aber dann auch wieder dagegen. Ja, das ist immer nicht so genau. Da gibt es jetzt also auch, es ist jetzt hier auch nicht jeder unbedingt mit jedem anderen da befreundet hier. Da hat ein bisschen so. Und dann auch, dann waren wir am nächsten Tag, oh nee, das ist ja heute, bei Firma Wüssern. Das ist dieser Händler, dieser Schleuderbauer mit anderer Maschinenbau. Sehr gute Qualität. Sehr gute Qualität. Einer wohl der größten weltweit. Der hat hier da 22.000 Quadratmeter bloß Lagerfläche mit Sachen da. Das war der Ding schon mal wieder, gell? Super. Der hat uns da in einer Weise begrüßt und bewirtet und versorgt und nachgefragt. Und das ist vorbildlich. Und da wird jetzt die ganze Gruppe natürlich vorbildlich positiv über diese Firma Wüssern da speaken. Ja. So, und jetzt sind wir beim Königin der Züchter da, Hanna. Der macht es mit Holzbäumen, der Einzige. Hat gleich über die anderen gelästert. Die meinen, man braucht Styropor, damit man hier in der Kälte überhaupt überwintern kann. Die Kernekabine, die lässt mich da nicht in Ruhe, gell? Jetzt ist sie da mir hinterher, da, sag mal. Und, ja. Also, alles in allem äußerst erstaunliches Land hier. Hat nicht nur aufgeholt, sondern hat uns überholt. Es gibt da jetzt natürlich auch das Höllchen, das polnische Höllchen, das ist die Streiterei. Haben wir ja in Deutschland auch, gell? Das scheint hier also gleich zu sein. Aber hier gibt es da doch auch den, das ist sogar ein extra Begriff hier, das polnische Höllchen. Das könnte man jetzt in Deutschland auch so einen Begriff da einführen. Da. Und ansonsten, Gruppe super. Kein Dummkopf dabei, nichts, keine Streiterei, alles einwandfrei. Dann trinken am Abend. Sehr gut. Ja. Fachstudienreise nach Polen und die Armbrust-Imker-Schule. Plan: Zypernreise als Kulturstudienreise. Und dann werde ich aber mal drüber nachdenken, gell? Weil es gibt ja immer so viele positive Meldungen bei YouTube. Aber dann müsst ihr euch halt auch anmelden, mitfahren, gell? Weil bei YouTube sage ich euch nämlich nicht, also sage ich bloß ein bisschen, wie es ist. Gell? Und da, das mit dem Trinken zum Beispiel ist nicht da möglich, gell? Und ich habe allerhand Pläne natürlich. Nach Spanien wollen wir. Nach Griechenland. Nach Mazedonien. In die Türkei. Nach England und aber auch nochmal nach Frankreich. Das wären so die europäischen Fachstudienreisen. Und dann gibt es ja einen Solidaritätsaufruf, der in den nächsten Tagen online gehen wird für die slowenischen Imker. Da gibt es dann eine Solidaritätsstudienfahrt nächstes Frühjahr nach Slowenien. Wo wir da die slowenischen Imker besuchen und auch nochmal empfangen werden und studieren können, wie Slowenien sich entwickelt hat. Auch alles sehr gut, gell? Ja, das sind die Pläne so für die nächsten Jahre. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr euch halt anmelden und mitfahren, gell? Meistens September, Oktober und Januar, Februar. Sieht's aus, gell? Es hat gespeakt. Binder, Armbrust der Imkerschule aus Polen. Klimovka. Ja, das kenne ich jetzt. Neues Wort gelernt.